Irgendwas ist hier anders. Diese Kästen, waren die immer schon da? Verdutzte Blicke bei Touristen und Einheimischen. Die Wiener Hofburg als Schauplatz einer modernen Schnitzeljagd. Vor Aces weckt den Spieltrieb, man nehme ein Smartphone und rund eine Stunde Zeit. QR-Code gescannt, die App runtergeladen und los geht's am Vorplatz der Albertina. Eine sehr lustige Geschichte war im Jahr 2013 in New York und habe sowas Ähnliches entdeckt. Es hieß damals irgendwie so mit 13 Portale und also doch deutlich mehr Türen. Und irgendwie bin ich jetzt in den Medien darauf aufmerksam geworden, dass es in Wien auch so eine Art Spiel-Schnitzeljagd gibt. Und nachdem ich da doch das Kind in mir gerne heraushole, haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und jetzt steht er bei der ersten Tür. Habe Gott sei Dank den Hinweis richtig, die Hinweise richtig gedeutet und habe mir das Kunstwerk schon ansehen dürfen und werde jetzt zur zweiten Station geschickt. Was hast du bei der ersten Station absolvieren müssen? Es kam eine Frage um den Video und dann musste man das eingeben und dann kam der Code. Dann haben wir das Tor geöffnet mit dem Code und dann sahen wir das Kunstwerk von dem ersten Kästchen quasi. Es ist ganz spannend, weil ich bin selber aus Wien, aber war jetzt noch nie an den Orten und hätte gar nicht gemerkt, dass jetzt zum Beispiel da unten der Brunnen ist oder jetzt die Statue da hinten. Ganz interessant, dass man auch andere Seiten von Wien sieht. Also sehr umfangreich, das Spiel. Wir sind jetzt an der Station Danubiusbrunnen angekommen. Dort haben wir die Frage richtig beantwortet und jetzt gehen wir zur nächsten Station, zum Josefsplatz. Was war denn die Frage und wo habt ihr die Antwort gefunden? Die Frage war, wie die Namen der Statuen lauten und die standen jeweils rechts und links des Brunnens. Ich wurde eingeladen, Four Aces zu kreieren, in Anlehnung an ein Projekt, das ich in New York gemacht habe. Es hieß die 13 Portale. Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Zuerst sind alle einmal neugierig, sie schauen, sie versuchen die Kästen zu öffnen, geben die Codes ein und sind dann begeistert von der Kunst, die sie darin entdecken. Ich habe mit Wienern gespielt, die meinten, sie gehen täglich diese Strecke, aber einige Sehenswürdigkeiten sind ihnen erst jetzt bewusst aufgefallen. Der Schrank war ja etwas, was von seitens der Künstlerin eigentlich beigestellt wurde. Diese Schränke haben wir uns erstmal angeschaut und diese Schränke mussten wir erst umbauen, sodass sie dafür geeignet sind, dass sie in den öffentlichen Räumen eigentlich ausgestellt werden. Und dann kam die nächste Aufgabe, wenn man diese Schränke aufmacht, dass diese Schränke nicht umfallen, dass diese Schränke nicht wegtransportiert werden, dass innen die Beleuchtung funktioniert, dass die Kunstwerke entpassend innen aufgehängt werden können und nicht rausnehmbar sind. Auf Schiene gebracht wurde das Projekt schlussendlich von den Immobilienprofis der Kaufmann-Gruppe. Das Schöne war, dass die ja nicht kurz da waren, sondern die Künstlergruppe war ja über ein Jahr lang in Österreich. Also wir haben es ihnen ermöglicht, dass sie sich mit dem Background beschäftigen konnten, dass sie wirklich Research machen durften, dass sie über ein Jahr lang in Österreich waren und aus dem heraus das Projekt entwickelt haben. Wir versuchen, dass wir dort die Künstler mit dem, dass wir in der Hofburg es machen konnten, zusammengebracht haben. Und wir haben ermöglicht, dass es am Ende des Tages auch wirklich stattfindet. Die Idee von ihr aufgegriffen, in New York hat sie ein ganz anderes Konzept verfolgt. Da hat sie nur einzelne Türen inszeniert und wir wollten das bewusst hineinbringen. AEC ist ein österreichischer Partner und wir sind ja als Linzer stolz aufs AEC. Wir wollten es verbinden mit Smartphone und wir wollten es in der Hofburg spielen. Und das zu ermöglichen, die Dinge zusammenzuführen, das war unsere Aufgabe, das ist das, was wir geleistet haben. Bei der Station Schatzkammer treffen wir auf Burghauptmann Reinhold Saal. Er leitet die Geschicke in der Wiener Hofburg. Und so hat er Four Aces erlebt. Ein ambitioniertes Spiel, Fragestellung wirklich durchaus sehr intensiv. Man muss sich gut damit beschäftigen und man muss sich wirklich bemühen, in diesem Ablauf das Spiel wirklich zu beenden. Aber man erfährt dadurch mit den komplexen Fragestellungen sehr viel vom Areal. Also das ist schon ein ganz anderer und moderner und neuer Eindruck. Eigentlich sollen es meiner Meinung nach alle spielen. Diejenigen, die natürlich auf den elektronischen Medien schon sehr gut drin sind, sollen es spielen. Es sollen aber auch andere spielen und sozusagen sich auch nur interessieren. Nämlich auch interessieren, in die Institutionen hineinzugehen. Wir wissen, dass ungefähr 20 Millionen Besucher pro Jahr durch die Hofburg marschieren. Aber viele nur ganz kurz da sind und einfach durchlaufen. Und durch dieses Projekt auch die Zeit bekommen, sich mal ein bisschen länger zu verweilen, mehr über die Hofburg zu erfahren, mehr über die Geschichte zu erfahren, aber natürlich auch über die künstlerische Umsetzung, die mit diesem Projekt auch erreicht wurde. Die vier Asse sind, wenn man Karten spielt, die Karte, die sticht, die am Ende zählt. Und wir wollten ein spielerisches Element hereinbringen. Wir wollten in der Schnitzeljagd diese Asse
mystisch verstecken und das will ich gar nicht mehr verraten, weil das soll im Spiel erlebbar sein. Auch in der Nähe der spanischen Hofreitschule wird Halt gemacht. Es wird mit sehr viel Interesse angenommen, manchmal auch mit Unglauben. Und was ist das für ein Kasten, der da steht? Ja? Wie komme ich da hinein? Also es sorgt für Diskussionen und ich glaube, das ist auch das, was passieren soll. Wir sind dafür alle Ideen offen. Für uns ist immer wichtig, dass das Wohl der Pferde und die Gesundheit nicht irgendwie damit gefährdet wird. Aber das sehe ich kein Problem. Der technische Grundstein für das sogenannte Augmented Reality Projekt wurde im Linzer Ars Electronica Center gelegt. Wir haben die technische Umsetzung gemacht von dieser App. Inhalte kamen von Künstlern und die grafische Aufarbeitung. Die große Herausforderung bei dieser Aufgabe war, mit den Künstlern gemeinsam den Spielverlauf zu definieren, auch wenn sich äußere Umstände teilweise mittendrin noch einmal verändert haben. Also in diesem Fall hat das über 2 Monate gedauert, weil wir natürlich auch immer wieder Ideen verwerfen mussten, um neue zu finden. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Ganzen. Also der klassische Reiseführer wird über kurz oder lang in jedem Fall dieser neuen Technologie auch ein gewisses Feld einräumen müssen. Ganz abgelöst, ob er ganz abgelöst wird, weiß ich nicht. Aber er wird großen Platz einnehmen. Da denke ich, wird in jedem Fall so aussehen, dass man Augmented Reality gerade im touristischen Umfeld nutzen wird müssen sogar. Weil damit ja auch nicht nur Information verbunden ist, die man Touristen oder Besuchern vermitteln kann, sondern damit ja auch viele andere Probleme gelöst werden, wie Sprachprobleme. Wie stellt man die Information jetzt in der richtigen Sprache dar für den Besucher? Anfang April wurde das interaktive Kunsterlebnis im öffentlichen Raum wieder abgebaut. Bereits jetzt tüftelt das Künstlerteam an einer Fortsetzung der modernen Schnitzeljagd.